Zerbrechliche Zeiten auf der ganzen Welt. Tja, und währenddessen reist Joe Biden nach Israel und während er auf der Weltbühne nichts als Schwäche zeigt, droht die islamische Welt mit einem Krieg von unendlichen Folgen, die die ganze Welt in Gefahr bringen. Hallo meine Lieben, hier der Ali von Translated Press. Ich grüße euch ganz herzlich aus der Ferne. Joe Biden ist heute in Israel angekommen. Sein Bild, das er gerade auf der Weltbühne hinterlässt, macht traurig und ja, auch zornig. Er zeigt vor allen Dingen Schwäche in allem, was er gerade tut. Maria Bartiromo hat mit Kollegen darüber gesprochen und das haben wir euch übersetzt. Aber zuvor bitten wir euch, den Kanal zu abonnieren und ein Like da zu lassen. Das hilft uns, diesen Kanal wieder neu aufzubauen. Vielen Dank. Wir sprechen jetzt über die Auswirkungen auf der ganzen Welt. Bob Nardelli, lassen Sie uns über Folgendes reden, die Beschwichtigung, darum geht es gerade. Nun, wir wissen, dass diese Regierung den Iran jahrelang beschwichtigt hat, aber jetzt reden wir tatsächlich über Geld, das direkt an die Hamas geflossen ist. Ja, es ist wirklich absurd, sich das anzuhören. Du hast 6 Milliarden Dollar, die liegen gerade irgendwo in Dakar. Ich denke, heute wird das Embargo gegen den Iran aufgehoben, über die Fähigkeit, Raketen hin und her zu schieben und wieder neue Waffen zu liefern. Das ist etwas, das schon mit Kerry und der Obama-Regierung passiert ist. Es ist sehr verwirrend für die durchschnittliche Person mit gesundem Menschenverstand zu verstehen, warum das alles passiert ist. Ganz genau. Und vom ersten Tag an hat diese Regierung versucht, die 6 Milliarden Dollar zu verteidigen, Stephanie. Es ist wirklich schwer angesichts der Tatsache, dass sie das Geld erst vor einem Monat freigegeben haben. Ich meine, Sie reden von Frieden durch Stärke, wir sehen Aufruhr durch Schwäche. Seit der Invasion in Afghanistan ist die ganze Welt in verschiedenen Regionen in Aufruhr ausgebrochen und es ist eine beängstigende Zeit. Es ist nicht nur die amerikanische Sicherheit, die auf dem Spiel steht und wir lernen, dass der ganze Globus sich in einer viel prekäreren Situation befindet, weil man diese Schwäche der USA erkennt. Ich meine, schauen Sie mal, der Präsident unternimmt gerade diesen Versuch, nach Israel zu gehen. Das ist alles gut, aber zur gleichen Zeit zeigt er auf der Weltbühne Schwäche. Und in dieser Situation tut es fast weh, wie er genau dort Schwäche in der Mitte von all dem ganzen Problemen zeigt. Ich meine, ich konnte nichts verstehen, was genau er gesagt hat, weil er nur gemurmelt hat. Ich meine, das ist kein Bild der Stärke, das man von uns erwartet. Was wir hier sehen, ist Schwäche pur. Yeah, unfortunately, you know, you don't want to criticize the Man will den Präsidenten nicht kritisieren, wenn er in einem fremden Land ist, aber wir alle beobachten ihn. Und unsere Gegner beobachten dies. Und wenn wir jetzt dorthin gehen nach Israel, und sie waren in dieser Hinsicht sehr transparent, sie sind dabei, in den Gazastreifen hineinzugehen, um Vergeltung zu üben für den schlimmsten Angriff seit den Nazis. Und das wirft den Plan fast über den Haufen. Ich weiß nicht. Ich fand die Bemerkungen des Premierministers sehr treffend und damit hat er den Präsidenten ein wenig in die Schranken gewiesen. Als er einige der Kommentare des Präsidenten wiederholte, hat er, ich glaube, ihn in eine unangenehme Lage gebracht, um ehrlich zu sein. Er kann jetzt keinen Rückzieher machen. Ich meine, ich stimme zu, er ist auf der öffentlichen Bühne. Das habe ich auch gedacht und der Premierminister hat es nur hin und her geschoben. Du hast gesagt, du wirst es tun und so weiter. Sie haben zwei Flugzeugträger auf dem Weg dorthin geschickt oder sie sind bereits dort. Er hat uns also in eine wirklich schwierige Lage gebracht. Sie und ich, wir haben viel über die gesetzlose Gesellschaft hier in den Vereinigten Staaten gesprochen. Jetzt haben wir es auf der globalen Bühne, Stephanie, genau wie du gesagt hast. Ja, ich meine, Präsident Biden, wir hoffen, dass er sicher nach Hause kommt und es keine Zwischenfälle gibt, aber Gott bewahre, sonst hast du Kamala Harris am Ruder und dann haben sie nächste Person, den Sprecher des Repräsentantenhauses an der Macht und den haben wir noch gar nicht gewählt. Es ist also eine sehr, sehr gefährliche und zerbrechliche Zeit.